Hallihallo Leute, so gestern war ich noch unterwegs bei strömendem Regenwetter. Da haben wir ein bisschen so den Offroad-Teil mit dem neuen Crafter mal durchgenommen. Aber heute bin ich für euch im Steinbruch mit dem neuen Crafter und da geht es ja eigentlich ums Eingemachte. Und vor allem, was ja viele immer bei unseren Tests sehen, sind die Anhängertests. Und da gab es einige Zuschauerkommentare, die sagten, André, probier doch mal mit dem Anhänger im Gelände an der Steigung zu rangieren, rückwärts hochzuschieben. Und genau das kann ich euch heute mal zeigen, denn ich habe hier hinter mir einen Crafter 4Motion 6-Gang-Getriebe manuell mit 130 kW, also die Top-Motorisierung. Und als Anhänger habe ich da einen Tandem-Achser mit Gesamtgewicht jetzt beladen, ungefähr 1,5 Tonnen. Das ist jetzt nicht das Maximum, aber wir können schon mal so ein bisschen ausprobieren, was so geht oder was vielleicht auch nicht geht. Also kommt mal mit. So, hinein in die gute Stube. Ich habe ja kurz mal vorhin erwähnt, wir haben hier Kastenwagen 130 kW, 6-Gang manuell. Ansonsten sind wir ganz gut ausgestattet. Wir stehen ja noch am Hang und wollen mal drehen. Was ich jetzt direkt gut merke, ich habe ja hier die Spiegel, diese Transporterspiegel und unten mit der Totwinkelfunktion, was super ist, denn ich kann wirklich den Anhänger gut sehen, auch wenn ich ein bisschen abkippe oder beziehungsweise ein bisschen einlenke. So, aber was man jetzt hier sieht, das ist natürlich wirklich genial, Leute. Ich sehe in der Rückfahrkamera, die eben oben ist, den Anhänger. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Kamera eigentlich mehr nach vorne, sondern wirklich so eine Aufsicht. Und das ist ja wirklich top. Hier sieht man jetzt die Kante von dem einen Palettenstapel. Da sehe ich die andere Kante. Und jetzt kann ich ja wirklich super hier reinrangieren, ohne großes Aufheben. Vorausgesetzt, man ist hier geübt. Aber da ich öfter mit Anhänger unterwegs bin, ist das eigentlich jetzt für mich nicht so ein Thema. Jetzt habe ich hier diesen Trailer Assist aktiviert. Und jetzt seht ihr hier im Kombi-Instrument, dass er sagt, okay, ich soll jetzt die Richtung fixieren mit dem Joystick der Spiegelverstellung. Also ich kann nach hinten oder links, rechts. Und zwar brauche ich jetzt nicht umdenken. So, und du siehst natürlich jetzt hier auch wie von Geisterhand das Lenkrad. Und das ist eben die elektromechanische Lenkung, ne? Das würdest du ja sonst so nicht realisieren können. Der hält den Winkel. Also ich muss jetzt mit dem Joystick nicht nochmal korrigieren. So, jetzt sage ich, ich möchte diesen Moment, also diese Stellung, möchte ich halten und will die Richtung fixieren. Ich wollte jetzt mit diesem Trailer Assist einfach mal das machen, was ich gerade manuell gemacht habe. Und es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie als wenn ich das jetzt selber gemacht hätte. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Sache, dass wenn du das Rangieren mit Anhänger so beherrschst, dann bringt dir das hier nichts. Aber ich war schon auf vielen Campingplätzen, wo ich Leute gesehen habe, die sind tausend Tode gestorben, wenn sie ihren Wohnwagen irgendwie rangieren mussten. Ich glaube, für die ist das genau die Sache. Oder wenn du mal einen Fahrer drauf hast, der vielleicht mit Hänger rangieren soll, mit Hänger fährt, aber eben nicht routiniert ist, dann ist das eine tolle Sache. Ich würde es für meinen Teil, glaube ich, nicht nutzen. Aber ich bin jetzt auch, glaube ich, da nicht die Zielgruppe. Aber Max, du hast jetzt, glaube ich, gar keine Anhängererfahrung, ne? Nee. Ich habe noch keinen Anhängerführerschein. Brauchst du ja auch nicht unbedingt. Du kannst ja bis 750 Kilo, ohne Gewehr jetzt, bis 750 Kilo kannst du ja mit dem normalen Führerschein mittlerweile fahren. Oder du hast einen Anhänger, der ein Zugfahrzeug Gesamtmasse von 3,5 Tonnen mit dem Zugfahrzeug nicht überschreitet. Also wenn du jetzt ein Auto hast mit 2 Tonnen Gesamtgewicht und du hättest jetzt einen Wohnwagen mit 1,5 Tonnen, oder ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, weil ich es jetzt nicht recherchiert habe. Aber auch du könntest im Prinzip so eine normale Pkw-Wohnwagen-Kombi könntest du auch fahren. Okay. Das wissen viele nicht. Das gab ja nochmal eine Novellierung in dieser Regelung, weil die ganzen Caravaner sich natürlich aufgeregt haben, dass die Leute nicht mehr mit dem Wohnwagen unterwegs sein können. Ein bisschen ungewohnt für mich. Die Frage ist auch, funktioniert das jetzt im Vorwärtsgang? Nein, funktioniert nicht im Vorwärtsgang. Sobald ich hier auf Leerlauf oder Vorwärts schalte, ist der Trailer Assist beendet. So, ich würde sagen, wir probieren mal aus, ob wir den Berg hochkommen mit 4Motion. Jetzt fahren wir hier die Steigung und jetzt mache ich was ich eigentlich nicht machen würde, wenn es nicht wirklich nötig wäre. Nämlich
Anfahren am Berg. Wir sind jetzt wirklich in der Steigung drin und ich habe eben keine Untersetzung. Ich habe auch keine Wandlerautomatik. Das heißt, die Kupplung findet das jetzt in der Regel gar nicht so gut, denn ich brauche natürlich jetzt eine hohe Anfahrdrehzahl beim Einkuppeln, damit ich den Motor nicht abwürge. Möchte die Kupplung nicht, aber sonst komme ich auch jetzt hier nicht aus dem Quark. Was ich aber jetzt hier habe, ist dieser Berganfahrassistent auch. Das heißt, ich gehe jetzt von der Bremse, er hält die Bremse noch kurz, bis ich dann eingekuppelt habe. Aber ich muss jetzt hier schon relativ flink sein, damit ich nicht wieder zurückrolle. Denn, wie gesagt, wir sind jetzt hier 1,5 Tonnen hinten dran. So, würde ich sagen, geht's los. Man hat jetzt eben gemerkt, ein bisschen Schlupf an den Rädern, aber wenn ich jetzt nur den Frontantriebler gehabt hätte, dann würde ich euch garantieren, dass das ganz ordentlich gestaubt hätte. Ich glaube, ich wäre noch vom Fleck gekommen, das wäre es jetzt nicht gewesen, aber wenn jetzt beispielsweise noch dazu käme, dass der Weg ein bisschen matschig wäre, dann würde ich sagen, wärst du jetzt hier nicht hochgekommen. So, liebe Leute, jetzt habe ich euch ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich mit dem Trailer Assist ganz schön versagt habe, weil ich ansonsten ein geübter Fahrer mit Anhänger bin. Und das ist ja genau das Thema, das haben die Leute von VW mir auch bestätigt, dass eben Leute, die sonst geübt sind, mit dem Trailer Assist dann eigentlich ein Problem haben, weil sie dann erstmal wieder umdenken müssen. Und neben mir habe ich jetzt den Thomas und du bist hier Instructor für diesen Trailer Assist. Das heißt, du kennst das System in- und auswendig. Was hätte ich jetzt machen müssen, damit das jetzt bei mir geklappt hätte? Also was war mein Denk- oder hatte ich einen Denkfehler? Was war das Thema? Oder hast du auch die Erfahrung, dass Leute, die die Skills haben, dann mit dem Assist ein Problem haben? Man muss sich auf das System einlassen, wie auf alle Assistenzsysteme heutzutage. Und deshalb, man muss sich kurz damit beschäftigen, was sind die Systemgrenzen, was kann das System für mich leisten und dann muss ich es einfach mal ausprobieren und erkenne dann, ob ich es besser kann oder eben nicht. Ja. Funktioniert das einfach mit jedem Anhänger oder wie läuft das? Genau. Der Anhänger ist vollkommen egal, wie breit, wie lang, wie hoch, alles egal. Es muss halt nur ein Anhänger sein in dieser Konstellation, also mit einem Knickgelenk, also kein Drehschemel-Anhänger. Mhm. Ja, Drehschemel gibt es ja auch. Gibt es die überhaupt noch? Also auf jeden Fall sehr, exotisch, ne? Sehr selten. Exotisch, ja. Ja. Okay, das heißt, der wird angelernt, der Anhänger, oder ist es egal? Genau, der Knickwinkel wird über diese Kamera hier erkannt. Ja. Und je nachdem, wie lang die Deichsellänge ist, ja, läuft der Anhänger ja anders hinter dem Auto hinterher. Ja. Und das muss das Auto erst kurz kennenlernen. Dazu reichen 1-2 Kurven aus. Dann weiß das Auto, wie der Anhänger hinterherläuft und dann kann er mir den maximal möglichen Winkel zum Abbiegen anbieten, ohne dass er in den Knickschutz reinläuft. Das heißt, das ganze System funktioniert auch als Knickschutz, sodass ich Auto und Anhänger mit dem Assistenten nicht zerstören kann. Moment, das heißt, dass Auto macht dieses Anlernen automatisch über die Kamera, sieht eben den Anhänger als Objekt und sieht dann, okay, so weit knickt er ein, so ist die Länge und so weiter und checkt das dann selber? Genau, das ist richtig. Ich brauche also einfach Anhänger an und wenn ich die ersten paar Mal 1-2 Kurven, dann ist das... Genau. Das ist ja abgefahren. Ich hätte jetzt gedacht, man müsste das irgendwie noch mit den Bemaßungen oder sowas eingeben. Nee. Und was mir auch super gefiel, man kennt ja viele Rückfahrkameras, wo ich dann den Kugelkopf sehe und auch noch so ein bisschen Anhänger. Aber eigentlich kann ich es zum Rangieren vom Anhänger nicht mehr gebrauchen, weil ich nicht den Anhänger selbst sehe. Ich keine Draufsicht habe. Jetzt hatte ich aber gerade eine Draufsicht. Das heißt, das war dann die Kamera da oben? Genau, die Rückfahrkamera ist die dort oben. Die macht das Bild, was wir vorne im Display sehen. Und diese Kamera nimmt nur Daten auf, also den Knickwinkel. Also wenn wir halt einen Anhänger haben in dieser Konstellation, also ohne Plane, dass wir schön auch von dort oben den Blick drüber haben, haben wir den Anhänger schön im Blick und haben zusätzlich eine Sicherheit, also um dann rückwärts zu fahren. Ja, also da muss ich sagen, auch wenn ich jetzt für den Trailer Assist vielleicht nicht so die Zielgruppe bin, ich würde mir das aber dann, glaube ich, trotzdem zulegen als Option, weil die Option, dass du eben eine Kamera hast, die die Draufsicht auf den Hänger hat, das vermisse ich echt immer bei anderen Fahrzeugen. Das ist genial. Habe ich auch eben euch gezeigt, dass als ich dann selber rangiert bin, oder als ich dann selber rangiert habe, konnte ich wirklich super sehen, passt das mit den Palettenstapeln und so. Das war echt erste Sahne. Ja, aber ich will das Ding noch mal sehen, wie es richtig funktioniert. Kannst du mir das mal zeigen? Na klar, dann machen wir das mal. Okay, komm. Ich nehme euch mal mit. Wir gehen mal rein. Immer wenn der Anhänger in die Richtung steht, wo ich ihn gerne hinhaben möchte. Also ich fahre meine Hofeinfahrt rein oder wo auch immer. Ja. Und ich fixiere dann. Und dann kann ich wieder nachkorrigieren, links, rechts.
Oder wenn er in die Richtung fährt oder gerade läuft, wo ich ihn hinhaben möchte, dann wieder fixieren. Ja. Wenn er natürlich jetzt aus diesem Maximalwinkel beim Abbiegen kommt, man fixiert dann, ja, dann ist das, was ich eben meinte, weil es senkt dann von der Länge von Anhänger und Auto ab, ja, das Verhältnis, wie schnell er ihn rumkriegt. Wenn ich jetzt aus so einem leicht geknickten Winkel sofort fixiere auf so einen kleinen Anhänger, ja, dann ist die Lenkung ja vom Lenkanschlag stark genug, dass er eben sich einfach dafür ausrichtet und nicht ihn so weiter schiebt. Ja. Also wenn man aus diesem Maximalpunkt kommt, dann muss man halt ja, ein bisschen üben, vielleicht nochmal vorher etwas. Okay, das heißt, jetzt, jetzt hat er mir das komplett aufgemacht. Jetzt kann ich also komplett den maximalen Winkel nehmen. Und immer wenn ich fixiere, so richtet sich das Auto davor aus. Und selbst wenn ich den Anhänger jetzt überdrehe, ja, in dieser Situation und ich fixiere, oder anders, ich habe den jetzt überdreht, habe zu spät, ja, fixiert, ja, oder bin jetzt irgendwie nicht in die richtige Position gekommen und würde den ersten Gang einlegen, ja, würde das System abbrechen. Wenn ich aber vorher fixiere und dann den ersten Gang einlege, bricht er nicht ab, ja, sondern jetzt kann ich dann eben vorziehen, ja, das Auto lenkt automatisch gegen und ich fahre, ja, jetzt nur so weit vor, bis der Anhänger die Flucht gerade hat, in der wie Flucht ich ihn steht, gerne, ja, hätte, legt wieder den Rückwärtsgang ein, gibt dem Auto eine Sekunde Zeit zum Lenken und fahre wieder los. Das ist dieser systemseitige Korrekturzug noch. Also man muss mit dem Assistenzsystem schon einmal sich anfreuen, einmal mit warm werden und wissen, genau, wie es funktioniert. Weil das war gerade mein Fehler, dass ich dachte, okay, jetzt steht er doch eigentlich so, so will ich ihn fixiert haben. Aber ich habe dann zu früh fixiert. Ich hätte dann nochmal über den Assistent nochmal etwas länger den Winkel, okay, halten müssen. Okay, ich war jetzt nicht dabei, ob zu früh oder zu spät. Das, ja, auf jeden Fall hätte ich nicht sofort die Richtung fixieren, genau, müssen. Was man auch nicht vergessen darf, ist ein Lenkassistent. Er guckt nicht, er sichert nicht ab. Nee, nicht, nee, klar. Nur einige schon sagten, nur, ja, bremst er denn auch alleine? Nee, VW baut keine Anhänger. Ja. Da sind keine Sensoren dran, wir können jeden Anhänger da ranhängen, wo er soll denn das Auto wissen, wann sie anhalten wollen. Ne? Ja, ja, ja. Und was ich vorhin gemerkt habe, als ich dann rückwärts mal den Berg hoch, in sportlicher Art und Weise, du hast ja auch noch das Auto, das Zugfahrzeug, was ja auch dann beengt ist und nicht, ja, unbegrenzt ausscheren, genau, kann nach links und rechts. Und das war dann mein Problem. Ja. Der Anhänger war das nicht das Problem, aber ich hatte dann die Felswand neben mir. Und genau, da also kann natürlich dieses Grundverständnis, wie sich so ein Gespann bewegt, welchen Platz es braucht, das muss man natürlich haben. Ja, das, ja, also nicht irgendwie Zauberei jetzt erraten, das geht natürlich nicht. Was kostet der Assistent als Option? 297,50 Euro brutto. Das ist aber nur in Verbindung mit der Kamera wahrscheinlich? Genau, die Kamera muss sein und die Software. Voraussetzung ist, ich muss elektrisch verstellbare Spiegel haben, damit ich dieses, ja, System habe, weil ich kann ja auch ganz einfache Spiegel nehmen, wenn ich vielleicht einen Forstbetrieb habe, da brauche ich ja nicht diese teuren Spiegel, wenn die ständig an den Bäumen zerschellen. Ja. Ach, deswegen. und eine Anhängerkupplung muss ich natürlich auch haben. Ja, ja, klar. Aber wenn ich mich dann entscheide, okay, ich möchte den Assistenten, 297,50 brutto stand in der Liste. Okay. Unabhängig von der Kamera oben, die kann ich auch unabhängig voneinander bestellen. Ja. Wenn ich also sage, ja, Rückfahrkamera möchte ich haben, ja. Ja. Aber kein Trailer-Assist, geht das oder umgekehrt. Okay, und die Kamera, die unten dann am Nummernschild in der Höhe ist, mhm, die ist wirklich nur für den Trailer-Assist? Genau. Das heißt, das Bild, genau, bekomme ich auch hier nie irgendwo angezeigt? Nein. Also wenn wir einen Crafter sehen, der dort eine Kamera hat, dann hat der, wissen wir, dann hat der Trailer-Assist. Ja, liebe Leute, das war unser kurzer Exkurs zum Trailer-Assist. Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich hätte nicht geglaubt, dass der Trailer-Assist zum Beispiel sich selber anlernen kann, selber anlernen muss. Und ich muss mich natürlich daran gewöhnen, ob ich das als Option nehmen würde, ich bin mir nicht so sicher. Frage an euch, was haltet ihr vom System? Seid ihr geübt im Anhängerfahren, im Rangieren und wäre das für euch eine Option, ein Assistenzsystem, wo ihr sagt, ja, genau das ist richtig für mich. Ich würde sagen, wir sind ja hier im Steinbruch, hier gibt es noch ein paar andere Sachen zu entdecken und da gehen wir nochmal in den 4-Motion-Modus und suchen uns jetzt nochmal ein Auto, wo wir ein bisschen mit durch den Steinbruch fahren.